Hallo zusammen, heute möchte ich gerne mit euch über ein Buch sprechen, welches ich gestern ausgelesen habe. Und zwar handelt es sich diesmal um Die 100 von Cass Morgan, erschienen im Heine Fliegt Verlag. Das Buch wurde mir vom Heine Fliegt Verlag freundlicherweise zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Vielen Dank erstmal dafür. Alle weiteren Informationen über den Heine Verlag und auch wo ihr das Buch bekommen könnt, findet ihr natürlich immer unten in der Infobox. Ja, das Buch hat 315 Seiten, ist der Auftakt einer neuen Serie. Im Englischen ist, glaube ich, sogar schon der zweite Teil draußen. Hier kommt der zweite Teil, ich glaube, im Januar oder Februar. Und ist in das Genre, ich würde sagen, Dystopie einzuordnen. Also ist auf alle Fälle ein Buch, das mit der Zukunft zu tun hat. Vorab möchte ich sagen, ich habe die Serie nicht gesehen. So, wie fängt das Buch an? Wir befinden uns auf einem Raumschiff, das bevölkert wird von verschiedenen Menschengruppen, da circa 300 Jahre vorher ein Atomkrieg geherrscht hat auf der Erde und somit mussten vor 300 Jahren die Menschen flüchten, hatten sich für diesen Fall ein Raumschiff-artiges, ja, Space irgendwas genau zusammengebastelt und sind damit halt ins All umgezogen und fristen dort ihr Dasein, also leben, arbeiten, gehen ihrer täglichen Dinge nach. Die Menschen sind in drei Klassen sozusagen unterteilt. Es gibt die Phönizier, es gibt die Waldener und es gibt die Arkadier. Warum es diese Klassifizierung gibt, wird hier leider nicht weiter erklärt, was ich ein bisschen schade finde. Aber es ist rauszuhören, dass die auf der Phönix etwas höher gestellt sind und die auf der Walden und auf der Arkadien, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, halt etwas unterprivilegiert sind, um das jetzt einfach mal so auszudrücken. Ich stelle mir das auch so vor, dass es so eine Art Raumschiff ist mit irgendwie drei großen Abteilungen und dass das so aufgeteilt ist. So ist es jetzt in meinem Empfinden. Ob es wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht. Ja, es werden hier in dem Buch vier Charaktere beleuchtet. Wir haben einmal Clark, Bellamy, also Clark ist ein Mädchen, Bellamy ist ein Junge, Wells ist ein Junge und Glass ist wieder ein Mädchen. Der Hintergrund dessen ist, warum wir diese Charaktere beleuchten, ist folgender. Und zwar scheint es so, dass die Ressourcen etwas knapp werden in dem Raumschiff, weil Wasser und Luft und so weiter muss natürlich alles künstlich erzeugt werden. Und dadurch, dass es schon 300 Jahre her ist, werden die Ressourcen halt von Mal zu Mal knapper. Und da beschließt halt der Rat, Präsident und sein Gefolge auszutesten, ob ein Leben auf der Erde wieder möglich ist. Da man dort, sie denken sich, da man dort natürlich nicht normale Menschen nehmen kann, werden hier Strafgefangene benutzt, um zu schauen, ob ein Leben auf der Erde, weil wie gesagt, es war ja ein Atomkrieg, noch möglich ist. Die Strafgefangenen sind alle unter 18 Jahre. Diese Jugendlichen, also insgesamt 100 an der Zahl, deswegen heißt das Buch auch 100, werden halt hergenommen, um zu testen, wie das Leben auf der Erde oder ob es überhaupt ein Leben auf der Erde gibt. Ja, wie das alles zusammenkommt, dass die alle in das Raumschiff verfrachtet werden, dauert natürlich erstmal eine Zeit. Also es werden praktisch, wird der Schauplatz in zwei Szenerien aufgeteilt. Einmal das Leben, während die 100 auf der Erde sind und das Leben, was zeitgleich verfolgt wird auf dem Raumschiff. Ja, meine Meinung zu dem Buch. Für mich wirkt es an manchen Stellen nicht zu Ende gedacht. Also wenn es um normale Unterhaltungen ging, wie irgendwelche Situationen zu klären waren oder was aktuell passiert ist, dann war es okay. Wenn das Buch allerdings so in eine romantische Richtung ging, was wirklich ganz, ganz leicht ist hier in dem Buch, aber was halt auch vorkommt, dann war es sowas von klischeehaft und die Sätze waren irgendwie,
wo ich mir gedacht habe, nee, bitte, also das will ich jetzt nicht lesen. Das ist irgendwie zu kitschig und passt eigentlich irgendwie nicht in die Zeit. Während des Lesens habe ich mir auch gedacht, Mensch, so gewisse Sachen sind gar nicht ausgereift und zu Ende gedacht. Also vom Grundgedanken her, Erde verwüstet, Atomkrieg hat geherrscht, die Menschen fliehen, wir wollen austesten, ob es wieder möglich ist, dort zu leben, finde ich vom Grundgedanken her nicht schlecht. Aber teilweise war es irgendwie, auch während des Lesens, wo ich gedacht habe, da war eine Szenerie und dann war von dem Kapitel war es beendet gewesen und dann sind wir wieder woanders hingesprungen und ich habe gedacht, hä, hast du jetzt irgendwie einen gewissen Teil nicht mitgedacht? Das Buch ist auch so aufgebaut, ich nenne es immer so vergleichsweise wie à la Game of Thrones, also bedeutet, pro Kapitel wird ein Charakter beleuchtet. So zieht sich das durch das ganze Buch und wir erfahren halt so ein bisschen was um deren Leben. Teilweise für mich Charaktere oder zu sehr an der Oberfläche gekratzt, also so ein richtiges Bild und so richtig greifen konnte ich die einzelnen Personen nicht. Für meine Verhältnisse hätte der Handlungsstrang zum Beispiel von Bellamy wegfallen können. Also, weiß ich nicht, ewig jemandem zuhören, wie zornig er doch ist und irgendwie wie schicksalsgebeutelt. Ich meine, es geht allen schlecht. War jetzt nicht so meins, so über das ganze Buch gesehen. Ich bin noch sehr zwiegespalten. Ihr merkt, ich schweife auch ein bisschen ab. Ich bin noch sehr zwiegespalten, ob ich das oder ob ich die Reihe oder das Buch weiterlesen möchte. Bis ich zum Ende gekommen bin, weil das Buch endet mit einem Cliffhanger. Also es zwingt mich eigentlich weiterzulesen, obwohl ich da echt so mit mir hadere und kämpfe, weil ich denke so, nee, irgendwie hast du da keine Lust drauf, dem noch eine Chance zu geben, weil irgendwie von der Sprache her und von diesem Romantischen, das gefällt dir überhaupt nicht. Und wenn das noch weiter in die Materie reingeht und es so bleibt, dann boah, weiß ich, dass ich da definitiv keine Lust drauf haben will. Aber trotzdem, so wie es aufgehört hat, möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Also ich hadere da wirklich mit mir selbst und bin wirklich am Überlegen, ob ich Bock habe, das weiterzulesen. Und was mir noch aufgefallen ist, was ich sehr, sehr schade fand, teilweise wirkte das Buch, als ob es husch, husch irgendwie zum Start der Serie übersetzt wurde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Am Lektorat oder keine Ahnung. Wir haben uns, nur als Beispiel, wir haben uns im Kapitel Glas befunden und reden über Glas. Und also so heißt der Charakter. Und dann wurde zweimal Glas mit Clark bezeichnet. Und das im Lesefluss, wo man erstmal denkt, so, hä, wir waren doch jetzt eigentlich bei Glas, wieso wird denn da jetzt Clark? Und du weißt ganz genau, die ist gar nicht da und was hat die denn jetzt mit der Szene zu tun? Das wirkte so ein bisschen, ob es husch husch übersetzt wurde oder ich weiß nicht. Ob da irgendeiner Pause gehabt hat, keine Ahnung. Ja. Ja, das sind meine Meinung oder das ist meine Meinung zu dem Buch. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Buch fandet, was eure Meinung zu dem Buch ist. Und ich höre dann jetzt auf an dieser Stelle, weil sonst komme ich wahrscheinlich hier nicht mehr zum Ende. Und ja, guckt es euch einfach selber an, ob ihr Bock habt, es zu lesen. Also wie gesagt, ich bin nicht beeinflusst von der Serie oder so. Wenn ihr sagt, die Serie ist besser oder ne, könnt ihr mir ja mal gerne eure Meinung nennen. Ansonsten schließe ich heute die Rezension ab. Danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und sage, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss!